Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin mit hoher Resilienz. Dieses unsägliche Modewort beschreibt ja Anpassungsfähigkeit und Widerstandsbereitschaft. In der Evolution ist Survival of the Fittest ja nicht das Überleben des Stärksten, sondern des am besten Angepassten. Unsere heutigen beiden Neuvorstellungen haben uns da einiges abverlangt. Der hier besonders den Augen. Was ist das denn? Grün, gelb oder neongrün? Also T-Shirt und Auto. Kia nennt den Farbton Space Cadet Green. Im Amerikanischen bezeichnet Space Cadet auch jemand, der ständig bekifft ist bzw. schräg drauf. Vielleicht wird damit auch auf die Wirkung der Farbe angespielt. Hat bei uns leider nicht funktioniert. Also mal ganz nüchtern betrachtet. Endlich mal wieder ein Auto, dem man hinterhergafft und auf das man angesprochen wird. Allerdings wohl eher wegen dieser Farbe. Selbst der Postzusteller der Pinagi rief uns von seinem Fahrrad an der Ampel lächelnd zu: Schickes Grün! Beziehungsweise Giftgrün. Denn im Sportmodus reißt die Kiste so sportlich los, als gäbe es keine Blitzer. Nein, Verzicht ist nicht. Höchstens auf diese Alarmfarbe, zwangsweise aber auf einen Verbrenner. Denn den neuen Kia e-Soul gibt es nur noch rein elektrisch. Wir fahren hier die stärkere Version mit dem 64 Kilowattstunden Akku und 204 PS. Von angelieferten 35% laden wir den Akku auf 100% voll und tatsächlich stehen da angstfreie 384 Kilometer Reichweite. Reloaded eine Woche später sogar 432. Natürlich stören sich einige nicht nur an der Farbe, sondern auch an der Formgebung und sogar der Vergleich mit dem Fiat Multipla war zu hören. Gemach, Gemach, Leute. Denn außer Landes, besonders in den USA, läuft die Seele von Kia ziemlich gut. Unser Lieblingsthema Spurhalteassistent. Funktioniert gut, aber der Lenkeingriff ist manchmal fast so rabiat wie von einem Fahrschullehrer. Dennoch dickes Lob für die mechanische Taste zum einfachen Ausschalten, wenn auch nach jedem Neustart nötig. Ohne dies vermittelt die Lenkung nur im Preset Sport einen straffen Eindruck. Logo, dann steigt auch der Verbrauch, was allerdings kein Drama ist bei seiner sonstigen Sparsamkeit. Hier würde eine Entkoppelung der Presets einfach Abhilfe schaffen von diesem Crossover-Problem. Zwar wird wie beim e-Niro auch ein kleiner Akku mit knapp 40 Kilowattstunden angeboten, aber Geiz an der Stelle wäre Elektromasochismus. Wie üblich braucht der E-Motor nicht den Raum eines Verbrenners, weshalb es Nachrüstsätze für eine Ablagewanne des Stromkabels geben soll. Durch die steile Heckklappe fasst der Laderaum 315 bis 1339 Liter. Mit seinen 4,22 Meter ist der e-Soul vor allem stadttauglich. Der Unterflurakku reduziert die Bodenfreiheit auf 15,5 cm, sorgt aber für einen tieferen Schwerpunkt. Es gibt ohne dies nur Frontantrieb, also eben nur SUV-Optik. Bei uns ist auch an Bord ein Head-Up-Display für Arme in Rasierspiegeloptik, was wir aber gleich wieder versenken, bringt nichts. Die rund 1,8 Tonnen kommen in 7,9 Sekunden auf 100 und weiter bis maximal 167 Spitze. Das Ganze natürlich mit E-typischem Wumm, hier 395 Newtonmeter und eben 204 PS. Und wo wir gerade bei Zahlen sind. Was wäre denn zu zahlen? Den e-Soul mit kleiner Batterie gibt es ab 38.000 Euro. Unsere voll ausgestattete Version mit akkuratem Akku liegt bei 44.200. Beides natürlich abzüglich der 9.000 Euro Prämie. Das ist nicht viel gemessen an seinen Leistungswerten. Es ist wie immer, man könnte, wenn man wollte, und eben deshalb bleibt man gelassen. Denn auf das Energiemanagement des Wagens können wir nur ein Loblied singen. Na dann singen wir alle doch mal, hab mein Wagen vollgeladen. Allerdings nur, wenn man richtig rumsteht. An öffentlichen Säulen zwingt einen das kürzere Kabel auch mal gegen die Fahrbahnrichtung zu parken. Finden wir aber vertretbar, denn längere Kabel sind dann auch deutlich schwerer und das Ordnungsamt hat da meist ein Einsehen. Schnellladen mit Gleichstrom von 0 auf 80% wird mit 75 Minuten angegeben. Laut Prospekt sollen 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht werden. Wirklich hilfreich finden wir den Verlauf der Fahrten im Bordsystem, wo man jede einzelne Strecke sehen kann.
bei uns zwischen pupsigen 14,2 und vibratorgeilen 31 Kilowattstunden. Im Schnitt haben wir beeindruckend wenig verbraucht. Wir wurden auch nie von Reichweitenängsten geplagt, was wir sonst nur von deutlich teureren Autos kennen. Ärger machen höchstens Ladesäulen, die scheinbar von Orthopäden gesponsert werden, denn das Sichtfenster für die Ladewerte wurde hier auf Dackelhöhe eingelassen. Sollten auch noch ein paar Worte zum Genuss folgen. Unser Koreaner hat nicht nur Sitzheizung, sondern auch Kühlung. Selbstverständlich ist alles an Komfort- und Sicherheitsassistenten an Bord, was heute geht. Besonders überrascht waren wir von der Harman-Kardon-Anlage, denn der Sound ist nicht nur zeitgemäß trocken, sondern hat auch richtig Druck. Wir haben da so spezielle Techno-Songs, mit denen wir nicht nur den Klang vergleichen, sondern auch Anbauteile zum Scheppern bringen. Das sagt hörbar etwas über die Verarbeitungsqualität aus. Nur in unserem Soul hat da nichts gescheppert, gewackelt oder geklirrt. Irre. Noch irrer ist beim Soul die einschaltbare Disco-Beleuchtung innen. Für den Fahrer ist das allerdings eher ein Garant für Ablenkung und Sichtirritation. Auslassen. Der E-Soul wird uns als angenehme Überraschung in Erinnerung bleiben, besonders weil der elektrisch so sorgenfrei war. Und die bekannten 7 Jahre Garantie sind auch nicht von der Hand zu weisen. Selbst an die Farbe hatten wir uns bald gewöhnt, den findet man auch auf einem großen Parkplatz ganz schnell wieder. Frosch, frech, fröhliche Farben. Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Da waren wir doch ganz entspannt, als wir erfuhren, dass unser nächster Testwagen einfach nur in Chili-Rot ist. Und der Drehort war auch noch am Mittelmeer. Was soll denn da eigentlich noch passieren? Ach, du sonniges Barcelona, du jugendlich pulsierende Wirtschaftsmetropole im Herzen katalanischer Eigenwilligkeit. Kunst, Kultur und Kommerz wirken wie ein Magnet für Touristen. Ideal für unsere Dreharbeiten, außer genau am 29. und 30. März bei unserem Besuch. Und er ist der Leidtragende. Der neue Toyota Aygo, der jetzt Aygox heißt, also mit einem zusätzlichen X. Das steht inzwischen ja nicht mehr für Allrad, sondern für Crossover, weshalb er auch Aygo Cross genannt werden will. Um keine Zeit zu verlieren, flüchten wir gleich hoch in das Hinterland, wobei den ersten Härtetest der Scheibenwischer bestehen muss. Heute ist wilde Sau angesagt. Beauty-Shots können wir uns klemmen. Zumindest sprachlich beruhigt, dass der Zwerg auch Mini-SUV genannt wird, obwohl er mit 3,70 Meter über 23 cm länger geworden ist. Solch ein Fahrzeug ist kein Reisewagen. Geht auf der Landstraße noch ganz gut, gehört aber eher in die Stadt. Toyota selber schreibt, Zitat, der Aygo Cross ist mehr als ein Stadtauto. Er ist die Erweiterung deines vernetzten Lebensstils. Vernetzt scheint uns auch nur ein Euphemismus für zu viel um die Ohren zu haben. Da braucht das urbane Freelancer-Volk einfach gute Beziehungen nach oben, also zum nächsten Zellenfunkmast. Aygo Cross Design? Das ist schon auf den ersten Blick gelungen, anders und frisch. Auf den zweiten Blick allerdings wirkt das an einigen Ecken und Kanten wie DC-Fix-Ästhetik. Einfach Klebefolie drüber, fertig ist die Modernität. Dazu gehört auch die Plastikbeplankung der Radläufe, die hier allerdings, besonders vorne, fast so groß ist wie der Kotflügel selbst. Sagt man dem Aygo Yugo, und zwar hautdick, dann klebt das Gaspedal meist am Bodenblech. Denn aus dem 1 Liter Dreizylinder-Sauger kommen die 72 PS erst bei 6000 Umdrehungen. Bis 100 dauert es dann auch beschauliche 15,6 Sekunden und bei 158 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Allerdings muss je nach Ausstattung auch nur rund eine Tonne Leergewicht bewegt werden. Besser erklärt es eine kollegiale Einschätzung am Rande der Präsentation. Nachdem KNMI, Smart und ähnliche nicht mehr oder nur noch elektrisch gebaut werden, was sollen die ganzen Pflegediensthelferinnen denn sonst fahren? Nach ein paar Stunden im Regen sind wir durchgeweicht und fahren zurück an die Küste zum Mittagstreff der Aygoisten. Da können wir bestimmt noch ein paar Bilder mit Strand und Palmen drehen. Naja, selbst der grüne Rasen ist hier allerdings aus Plastik. Der Aygo Cross hat gar keine Überhänge, nur ein Plastikspritzschutz rahmt das Hinterrad. Zum Einparken ebenso gut wie 9,4 Meter Wendekreis.
Der Stauraum fasst 231 bis 829 Liter. Das Lenkrad ist für dieses Segment viel zu überfrachtet mit Knöpfen. Allerdings ist auch die Sicherheitsausstattung sehr umfänglich. Flutschige Formen auch am Bildschirm, doch gerade Linien hätten hier mehr Größe vermittelt. Die Fensterheber sind elektrisch, jedoch nur die vorderen, denn hinten gibt es nicht zu heben. Weiterhin sind in den schmalen Hecktüren nur Ausstellfenster möglich. Die wild geschwungene Motorabdeckung erinnert uns an medizinische Modelle für den Magentrakt. Zwar sind weder Diesel noch Hybrid zu haben, bloß sind solche Kleinwagen mit ihren einfachen Motoren per se eine Art von Umweltschutz und deshalb sollte man ihnen die Stange halten. Ja, auch wenn das so nicht gemeint war. Der Durchschnittsverbrauch der straff gefahrenen Testrunde lag zu unserem eigenen Erstaunen bei 5,8 Liter, was nur wenig über der Prospektangabe liegt. Der Aygo Cross kostet 15.390 Euro. Dafür gibt es deutlich mehr Ausstattung und gegen die Pluviophobie wenigstens noch ein paar Bilder ohne Regen. Die Debatte um Tempo 130 auf deutschen Autobahnen wird immer peinlicher. Nachdem weder die Anzahl der Verkehrstoten noch die CO2-Einsparung statistisch standhalten konnte, wird nun Wladimir Putin dazu eingespannt. Jeder, der schneller als Tempo 130 fährt, unterstützt den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Am besten bis zum nächsten Mal.